Hi, hier ist Mr. Lagiol, heute mit dem Jagdmesser Campero von der Schmiede Joker in Spanien. Ein wirklich fantastisches Messer, das ich gleich vorstellen werde. Bis gleich! Nachdem wir die Jagdmesser Trampero und Nordico in unserem Sortiment aufgenommen von der Schmiede Joker aus Spanien, waren wir so von der Qualität begeistert und vor allem ihr auch, denn das habe ich auch in einem Video entsprechend vorgestellt und die Messer waren ratzfatz ausverkauft. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, weitere Jagdmesser von der Schmiede Joker in unserem Sortiment aufzunehmen, so auch heute zum Beispiel das neue Campero. Campero ist ein Taschenmesser mit einer 14C28 Klinge und allein schon, wenn man das Produkt auspackt und sich diese Lederscheide anschaut, dann ist man natürlich total begeistert, denn das Schöne bei den Taschenmesser von Joker ist, dass diese bis ins Detail wunderbar verarbeitet werden. Man kann ja hier die Nieten sehen, die zusätzlich zu den doppelten Nähte hier geschlagen wurden. Also damit hat man eine super Sicherung, aber nicht nur das, sondern das Taschenmesser fällt gar nicht raus. Das heißt, es ist so perfekt hier um das Taschenmesser verarbeitet, dass dieses gar nicht rausfällt. Also ich ziehe hier und er fällt einfach nicht raus. Ja, hier kann man sehen, der fällt einfach nicht raus. Unglaublich schön und richtig toll verarbeitet. Weiterhin haben wir hier diese zusätzliche Dingel, und zwar, wenn man sich hier den Gürtel vorstellt, dann kann es sein, je nachdem wie man da gebaut ist, dass dieser Griff entsprechend in den Rippen hineintragt. Mit diesem Dongle hier haben wir die Möglichkeit, das Taschenmesser tiefer aufzuhängen und somit kommt der Griff nicht mehr in die Rippen hinein. Also einfach eine tolle Möglichkeit und das kann man auch jederzeit hier entsprechend abmachen, wenn man das nicht haben möchte. Weiterhin haben wir hier ein Feuerstab. Damit kann man ja Feuer machen. Und es ist zusätzlich mit diesem Gummi hier arretiert, so dass es nicht herunterfallen kann. Und wir haben hier auch noch ein kleines Löchlein, so dass eventuelle Flüssigkeiten oder Schmutz, das hier sich drin befindet, hier herausfallen kann. Einige von euch haben uns bei der Vorstellung der letzten Jagdmesser gefragt, warum zeigen wir nicht, wie dieser Feuerstahl zu benutzen ist oder warum zeigen wir nicht, wie das Messer wirklich ein Stück Holz schneidet. Nun, im Internet gibt es eine ganze Menge von Bushcraft-Männern, die wirklich auch sehr, sehr viel Outdoor-mäßig tun. Das heißt, die leben auch im Outdoor oder zeigen auch wirklich das Taschenmesser direkt im Wald, wie man das benutzt. So auch zum Beispiel mein Freund Arthur Brehm. Im Hintergrund zeige ich zum Beispiel, wie er ein Taschenmesser von Joker benutzt, wie man damit schneidet und auch wie er entsprechend damit Feuer machen kann mit diesem Feuerstahl. Und ich denke, der zeigt es so toll. Ich bin wirklich auch sehr ein Fan von seinen Videos und er macht das so schön, dass man da sehr gut sehen kann, wie man das macht. Dann ersparte mir auf diese Weise die Arbeit, dass ich das nicht nochmal zeigen muss. Ich zeige hier unten in den Kommentaren auch entsprechend einen Link auf sein Video, wo er das zeigt, so man sehr, sehr gut erkennen kann, wie er das macht.
Ja, aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Campero von Joker für 95 Euro und schauen wir uns nochmal einige Daten zu dem Messer. Also das Messer liegt, wie ich schon sagte, sehr, sehr gut hier in der Lederscheide, sodass es nicht herunterfällt und den muss man da wirklich herausziehen. Man kann auch so nochmal sehen, dass die Lederscheide wirklich sehr, sehr hochqualitativ ist und sehr gut verarbeitet ist. Und auch dieser Feuerstahl hat hier oben das gleiche Holz wie das Taschenmesser, sprich in diesem Fall Olivenholz. Und ja, also allein schon von dieser Lederscheide bin ich wirklich total begeistert. Aber schauen wir uns auch jetzt das Taschenmesser mal aus der Nähe an und ein paar Daten und Gewichte dazu. Also, das Taschenmesser wurde gemacht von Zapatero. Hier ist nochmal seine Signatur sozusagen. Der heißt Campero, hat ein Gewicht von 325 Gramm mit dem Etui oder 163 Gramm ohne das Etui. Also es liegt sehr, sehr gut in der Hand. Das fühlt sich sehr, sehr, sehr schön an. Die Klinge, die Klingenlänge, die ist ja 9,5 cm, also kann man dann auch wunderbar mittragen. Und die Breite der Klinge ist 3 cm und die Dicke hier ist 3,7 cm. Also durchaus ein wirklich sehr solides Taschenmesser, das man wirklich im Wald, im Autobereich sehr gut benutzen kann. Aber was mich vor allem beeindruckt hat, ist nicht nur diese Werte des Taschenmessers, sondern auch die Schönheit. Also wie man sieht, Joker gibt sich wirklich sehr viel Mühe, dass die Taschenmesser sehr gut aussehen. Und hier zum Beispiel wurde nochmal so eine schwarze Einlage zwischen dem Metall und dem Holz, was dem Messer nochmal, finde ich persönlich, eine gewisse optische Attraktivität verleiht, dass es macht es noch schöner, als es sowieso schon ist. Dann, wenn man das Messer fühlt, es ist wirklich hervorragend poliert. Das heißt, es ist nirgendwo irgendeine eine Stelle, die kratzt, die scharf ist, die scharfkantig ist. Alles ist, fühlt sich wunderbar in der Hand an. Es ist wirklich wie ein Handschmeichler. Die Qualität der Klinge, das heißt, es ist extrem scharf. Man kann das auch sehen, dass es wirklich, also ich kann es ja fühlen, dass es sehr, sehr scharf ist. Alle Taschenmesser, interessanterweise sind alle Taschenmesser der Schmiede Joker sehr, sehr scharf. Ich muss jetzt nicht anfangen, in den Wald ein Holz zu schneiden. Ich habe ja gesagt, Arthur Brehm macht das ja sozusagen für mich. Und er zeigt da, wie fantastisch scharf die Messer von Joker sind. So, manche benutzen diese Schleife, die hier mit dabei ist, einfach indem sie die Hand hier drauf tun und so das Messer benutzen, praktisch als Sicherheit, das Messer nicht zu verlieren. Das Problem ist, wenn das Messer hier runterfällt, dann fällt es ja unkontrolliert runter und ich könnte mir damit entsprechend wehtun, mich verletzen, denn das Taschenmesser ist wirklich unglaublich scharf. Aus diesem Grund benutze ich ja nicht einen Trick, sondern eine andere Methode, die habe ich auch entsprechend bei Arthur Brehm gesehen, und zwar indem man diese Schleife, ich zeige nochmal, die Schleife hier so macht. Und dann mache ich die Finger hier dadurch. Und jetzt kann ich das Taschenmesser benutzen. Und es fällt nicht herunter. Und ich muss sagen, das stört mich auch nicht, wenn diese Schleifen aus Leder hier um meine Hand herum sind. Ich habe nochmal ein Sicherheitsgefühl. Das fühlt sich sehr, sehr gut an, als wenn es wirklich mit meiner Hand gewachsen wäre. Joker benutzt bei diesem Taschenmesser der 14C28 Stahl. Meiner Meinung nach ist dieser Stahl eine der besten Stähle, die man heute für die Taschenmesser benutzen kann. Es ist sehr korrosionsbeständig. Die Kantenstabilität ist sehr gut. Das ist wichtig, damit diese Kante hier nicht entsprechend umkippt, wenn man sagen wir mal härtere Hölzer oder sowas im Autobereich schneidet. Und es lässt sich auch sehr, sehr gut schärfen, was natürlich auch ziemlich wichtig ist, denn je härter ein Stahl ist, desto schwerer lässt es sich schleifen. Natürlich, wenn ich einen weicheren Stahl nehme, lässt sich sehr, sehr gut schleifen, aber es wird auch sehr schnell entsprechend stumpf. Und mit 14C28, das ist ja ein Stahl, das eben halt eine sehr gute Balance hat zwischen sehr, sehr guter Schärfe, gut nachschleifbar und auch die Haltbarkeit, wie lange diese Schärfe hält, also dieses Verhältnis dazwischen sehr, sehr gut ist.
Wir haben in unserem Sortiment mehrere Jagdmesser von Joker, made in Spain, und sie sind alle aus 14C28 Stahl. Die schneiden alle gleich gut, nur die Form ist leicht unterschiedlich. Ich blende diese jetzt mal ein, die unterschiedlichen Taschenmesser. Da wäre einmal der Canadiens, das sieht sehr, sehr schön aus. Das hat auch ebenfalls einen Feuerstahl. Dann haben wir den Trampero und den Nordico, und heute habe ich den Campero vorgestellt, der ebenfalls einen Feuerstahl hat. Das heißt, letztlich die Form entscheidet, welches Messer ihr nun am besten findet und welches vielleicht besser und angenehmer sich in deiner Hand anfühlt. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und auch auf die Glocke klickst, damit du natürlich kein Video verpasst. Ich stelle jeweils am Sonntag und am Mittwoch ein neues Video online über das Thema Lagiol, Lagiol-Messer, Lagiol-Jagdmesser, Steakmesser, Sommelier oder jetzt eben halt auch neuerdings zu Thema Joker-Messer, Jagdmesser oder auch Taschenmesser. Bis zum nächsten Mal, euer Mr. Lagiol.